Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen auf Burg Lenzen. Ich bin Knut Jessen, Küchenchef unseres Burgrestaurants, das sich hier in Lenzen im Biosphärenreservat Mittelelbe befindet. Wir kochen heute für Sie ein ganz tolles Gericht vom Kalbsfleisch, das wir mit vitaminreichen Gemüse wie Äpfel, Kürbis und Fenchel versetzen und bieten Ihnen das nachher mit einem schönen Petersilienwurzelpüree. Zum Anfang haben wir unsere wunderschöne Bio-Petersilienwurzel, die wir aufgrund der Länge der Garzeit als erstes zubereiten. Das heißt, wir werden sie jetzt schälen, heben die Schalen natürlich auf, weil die lassen sich wunderbar weiterverwenden für den Ansatz weiterer Fleischbraten. Die Petersilienwurzel, für viele eher unbekannt, weil alle essen immer nur das Grüne. Dabei ergibt diese Wurzel ganz, ganz tolle geschmackliche Richtung in unserer Küche, ob als Püree, als Chips, die wir dann für Suppen oder den kleinen Snack hinten dran setzen, sich wunderbar eignen. Ja, ein sehr vitaminreiches Gemüse. Und ganz wichtig für uns sind diese Schalen und Abschnitte, die werden bei uns in der Küche weiterverarbeitet, weil sie geben nachher nochmal einen expliziten Sud oder wie gesagt im Braten zugesetzt natürlich die Soße nochmal richtig kernig machen. Ja. Im nächsten Schritt nehmen wir uns die Petersilienwurzel und schneiden die in feine Würfel. Die Petersilienwurzelstückchen kommen jetzt in ein warmes Wasser hinein, in ein leicht köchelndes Wasser, das wir mit etwas Salz nur abgeschmeckt haben und als Clou, damit es ein bisschen fruchtigeren Charakter kriegt, nehmen wir ein wenig Orangensaft dazu. Hat gleichzeitig den Effekt, dass dieses Püree nachher etwas gelb wird und dadurch natürlich in der Farbe auf dem Teller bei dem Gericht nochmal besonders heraussticht. Wir haben schon mal die Kartoffel vorbereitet, geschält, abgekocht in Salzwasser. Wir möchten sie jetzt nicht stampfen, sondern wir werden sie mal reiben, um einen etwas leichteren, lockeren Effekt des Pürees zu erzielen. Das heißt, wir nehmen mit der feinen Seite der Reibe nicht als Mousse, sondern wir wollen kleine, feine Streifchen haben. Das ist dann auch mal ganz gut zu sehen. Ja, das heißt, viel, viel Luft nachher im Püree. Und das äußert sich nachher mit einem richtigen, luftigen Geschmack. Die Kartoffelspäne, sag ich mal, werden dann nachher unter die zerstampften Petersilienwurzeln untergehoben und dann nachher mit der Milch und dem Orangensaft und der Butter eben zum glatten Püree gerührt. Im nächsten Schritt nehmen wir uns den Hokkaido-Kürbis, ein etwas kleinerer Kürbis, der natürlich ein sehr schmackhafter Kürbis ist und ganz besonders bei diesem Kürbis ist, wir essen diese Schale mit. Macht es hoch dekorativ, weil er natürlich die Farbe nochmal unterstützt. Ja. Dazu halbieren wir den Kürbis, schneiden ihn uns in gleichmäßige Streifen. Dazu das Messer immer schön im Wiegeschnitt bewegen, damit man nicht abrutscht, weil der Kürbis ist ja doch ein sehr hartes Gemüse. Da ist das Messer ganz schnell mal abgerutscht. Wir entfernen dann das Kerngehäuse. Der Kürbis wird dann in gleichmäßige Würfel geschnitten und stellen uns dann für die weitere Verarbeitung zur Seite. Die Garzeit des Kürbis ist relativ gering, wie das ganze Gemüse eigentlich sehr, sehr wenig Garzeit braucht. Das heißt, die Vitamine, die enthaltenen Stoffe bleiben dadurch in dem Gemüse enthalten. Dadurch erzielen wir einen richtig tollen ernährungsphysiologischen Wert. Dann gehen wir zum Fenchelgemüse. Das vierteln wir ganz einfach, um dann an diesen Strunk heranzukommen, den wir dann hinausnehmen. Das ist so dieses winterliche Lieblingsgemüse von mir, weil es besticht natürlich durch den Duft und die Verarbeitung dieses Gemüses so einfach ist, dass ich sage, das ist es. Den Fenchel schneiden wir ganz einfach nur in grobe Streifen, um zum Würfel nochmal ein Gegenpart zu bringen und das dann eben im Gemüse verschiedene Schnittformen das Bild nachher charakterisieren. Den Apfel für dieses Gemüse lassen wir noch einmal kurz nach hinten,
weil wir diesen Apfel ganz kurz nur entkehren und in dieses Gemüse hineinbringen. Würden wir ihn jetzt vorbereiten, würde er natürlich braun anlaufen. Und das wollen wir natürlich nicht. Im nächsten Schritt nehmen wir uns das Kalbsfleisch und schneiden das Kalbsfleisch in ungefähr 2 cm dicke Scheiben, um daraus wiederum Würfel zu schneiden. Die Würfel stellen wir uns zur Seite und marinieren sie mit etwas Salz und Pfeffer. Vermengen es etwas, damit das Fleisch auch beim Anbraten nachher gleich Geschmack annimmt. Ein gebratenes Fleisch in der Pfanne, können Sie noch so viel salzen, wird niemals den Geschmack richtig einnehmen, sondern nur oberflächlich bleiben. Ein bisschen Rosmarin hineinzupfen, den wir nachher gleich mit anbraten in der Pfanne. So, wir gucken einmal nach den Petersilienwurzeln und stellen fest, sie sind kurz vorm Weichwerden und müssen demzufolge sehen, dass wir unsere Flüssigkeiten wie Milch und Orangensaft warm kriegen. Niemals kalte Flüssigkeiten in das Püree hineinkippen. Das macht das Püree zäh und nicht so locker, wie wir es nachher haben möchten. Dazu ungefähr 100 ml Milch in den Topf sowie 100 ml Orangensaft, 50 Gramm Butter und dann auf dem Herd leicht erhitzen. Die Butter hat sich gelöst in dem Milch-Orangen-Gemisch und pürieren jetzt unsere weichgekochten Petersilienwurzeln. Dazu lassen wir die Petersilienwurzeln über einen Seiher abtropfen und dann zu einem Püree stampfen. Dazu kommen die geriebenen Kartoffeln, die wir dann mit der Petersilienwurzel vermengen. Und nach lasse ich löffelweise den Milch-Orangenfond dazu, um so zu entscheiden, wie cremig und ich dieses Püree haben möchte. Die Kartoffel saugt natürlich jetzt nochmal die Flüssigkeit auf und wir würzen das Ganze nur mit etwas Salz. Ich verzichte dabei ganz bewusst auf den Muskat, weil der passt in der Kombination mit meinem Gemüse dann nicht mehr so gut. Wir stellen nun dieses Püree wieder zur Seite an einem warmen Ort und lassen es nochmal gehen. Für unseren Rote-Bete-Schaum nehmen wir die vorgegarte Rote-Bete, schneiden sie in feine Würfel und setzen sie zusammen mit der Sahne an unter kleiner Flamme. Lassen wir sie dann warm werden, wird dann zu einem ganz, ganz feinen Schaum püriert und gibt nachher die farbintensive rote Soße für dieses Gericht. Wir nehmen uns jetzt das angemachte Kalbsfleisch und werden es circa für 3 Minuten von allen Seiten kurz anbraten. Dazu nehmen wir etwas Olivenöl. Und braten die Kalbswürfel in der Pfanne kurz an. Dabei achten wir darauf, dass die Kalbswürfel so wenig Farbe wie möglich annehmen, um aus dem Gericht nochmal hervorzustechen. Versetzen nochmal das Fleisch mit etwas Olivenöl und geben es dann für ca. 6 bis 8 Minuten nochmal an einen warmen Ort, damit das Fleisch nochmal geht. Ganz wichtig ist, es soll noch leicht rosa bleiben. Zur Vollendung unseres Gemüses nehmen wir uns jetzt den Apfel, vierteln ihn ganz einfach und entnehmen das Kerngehäuse. Um alle Vitamine im Apfel zu verwenden und damit natürlich ein vitaminreiches Gericht zu
herzustellen, wird der Apfel nicht geschält. Als zweite Option, sage ich mal, dass wir die Schale dran lassen, ist es natürlich wieder unsere Optik, die mit dem Rot und Gelb natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Nun nehmen wir unseren gewürfelten Kürbis zuerst in die Pfanne, die wir ganz bisschen mit Olivenöl versetzt haben, weil der Kürbis natürlich von den drei Sachen die längste Garzeit hat. Bei geringer Hitze und wenig Ölzugabe wird er dann unter Zugabe von etwas Orangensaft leicht gedünstet. Wann der Kürbis gut ist, erkennt man eigentlich am Fleisch. Dann wird es so langsam etwas, wie ich sage, leicht weichmulchig. Das heißt, er muss dann noch mit dem anderen Gemüse versetzt werden, sonst wird er wirklich zu weich. Im nächsten Schritt fügen wir den Fenchel dazu. Und unsere Apfelspalten kurz danach zum Fenchel und Kürbis dazu. Etwas Salz und ganz wichtig, etwas Zucker, um das Gemüse jetzt noch mal so ein bisschen zu karamellisieren. Unsere rote Beete kocht nun mit der Sahne und wir pürieren sie jetzt zu einer ganz schaumigen Soße. Und man sieht, wir erhalten hier einen schönen rosafarbenen Schaum. Zu guter Letzt nehmen wir uns etwas Petersilie. Nicht zu fein hacken und versetzen sie mit unserem Kürbisfännchen Apfelgemüse. Das gibt noch mal ein wenig Pfiff. Zum Anrichten nehmen wir uns einen Speise- oder Dessertring, den man auch überall zu kaufen bekommt. Pressen in diesen Ring unser Petersilienwurzelpüree, nehmen unsere Apfelfenchelgemüse und richten es dekorativ. Als nächstes nehmen wir unsere gargezogenen Kalbswürfel und richten sie an oder auf dem Gemüse an. Entfernen den Serviettenring und nehmen unseren Rote-Bete-Schaum und ziehen ihn ganz einfach übers Gemüse. Und da wir ein Petersilienpüree haben, garnieren wir die ganze Sache natürlich mit frischer Petersilie. Und fertig werden wir mit dem Gericht. Gebratene Kalbswürfel auf Kürbis, Fenchel, Apfelgemüse und unser Petersilienpüree. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.